Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Ramon Schlembach und in diesem Video geht es um die Frage, ist eigentlich jedes Problem in einer Partnerschaft lösbar? Oder gibt es eventuell Probleme, die man einfach nicht lösen kann? Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen auf diesem Beziehungskanal. Hier geht es um das Thema glückliche und erfüllte Partnerschaft. Mein Name ist Ramon, ich bin klinischer Psychologe und ich bin spezialisiert darauf, Menschen zu helfen, sich zu entwickeln, in ihrer Persönlichkeit weiterzuentwickeln, um zu jemandem zu werden, der ein glückliches Leben führen kann, beziehungsweise ganz spezifisch ein glückliches Beziehungsleben. Wenn dich das interessiert, werd gern Teil der Community. Wir wachsen täglich. Abonnier den Kanal, mach auch gern das Glöckchen an, dann bekommst du dreimal pro Woche ein neues Video zu genau diesen Themen. In diesem Video geht es um die Frage der Lösbarkeit oder nicht so sehr Lösbarkeit von Problemen. Und ich möchte dir ein Konzept vorstellen, was von einem Beziehungsforscher kommt, den ich auch gerne mal zitiere. Das ist John Gottman. Der hat übrigens auch ein Buch geschrieben, Die sieben Geheimnisse einer glücklichen Ehe. Und ich habe das auch schon mehrfach empfohlen und ich kann dir das wirklich nur ans Herz legen. Dieses Buch ist wunderbar. Ich habe dir dort einen Affiliate-Link reingesetzt, unten in der Box zu Amazon. Ich glaube, das Buch kostet irgendwie 12 Euro oder 13 oder 15, ich habe es vergessen. Aber das ist wirklich wunderbar einfach geschrieben und auch für die Normalperson geschrieben. Sehr, sehr geil. Und selbst für mich als Profi habe ich gedacht, Wahnsinn, wie gut das ist. Ja? Und auch in diesem Buch wird das Konzept vorgestellt, was ich dir jetzt vorstellen möchte, was aus seiner Beziehungsforschung stammt. Und zwar das Konzept lösbare versus unlösbare Probleme. Und wenn ich dir dieses Konzept vorgestellt habe, dann weißt du auch, wie man die Frage, die ich eingangs gestellt habe, beantworten kann. Kommen wir also mal zu Beziehungsproblemen. Viele Themen in der Partnerschaft können Krisen auslösen. Das kann alles sein. Das kann das Thema Treue sein oder Vertrauen generell, die Schwiegerfamilie, Kinder, wie viel Zeit wir miteinander verbringen, was auch immer. Viele Probleme haben die Möglichkeit, Herausforderungen in der Partnerschaft auszulösen. Aber es gibt auch viele Probleme, die auftreten, die man wegmachen kann. Das sind die sogenannten lösbaren Probleme. Ja, also lösbare Probleme, das erklärt sich von selbst, sind die Probleme, die rein theoretisch im Kern veränderbar sind. Und jetzt gibt es aber laut Gottman, und ich sehe das auch tatsächlich so in meiner Arbeit, bin ich immer wieder damit konfrontiert, es gibt unlösbare Probleme. Also Unterschiede in Ansichten, die so gravierend sind, dass man nie auf einen Nenner kommen wird. Und das heißt jetzt aber nicht, dass dann die Beziehung zum Scheitern verurteilt ist. Man muss nur wissen, wie man das navigiert. So, ich werde euch auch gleich ein paar Beispiele dafür geben. Aber jetzt nochmal, wie unterscheiden sich denn lösbare und unlösbare Probleme in ihrem Kern? Ja, also auf der Oberfläche wissen wir es, die einen können gelöst werden, die anderen nicht. Aber warum ist es eigentlich so? Was macht die so unterschiedlich, dass die einen lösbar sind, die anderen nicht? Im Kern können es die gleichen Themen sein auf der Oberfläche. Zum Beispiel der Umgang mit Geld, worüber ein Pärchen streitet. Der eine Partner findet, du gibst zu viel Geld aus, bist viel zu verschwenderisch. Oder, ja, nee, nehmen wir das mal so, genau, machen wir es mal nicht zu kompliziert. Und der andere würde sagen, nein, du bist viel zu knauserig, viel zu geizig. Und das kann ein Problem herstellen. So, und jetzt kann es sein, dass man einfach drüber spricht und sagt, ja, nee, hast recht, einer, und dann verändert einer das Verhalten oder beide und dann ist das Problem gelöst. Oder der Kern der Sache sitzt tiefer und das ist meistens die Charakteristik von unlösbaren oder ewigen Problemen, wie Gottman das nennt. Ewige Probleme sind typischerweise charakterisiert von Wurzeln, die irgendwo ganz tief in Bedürfnissen liegen oder in fundamentalen Werten oder wie ich erzogen wurde und ähnliche. Das heißt, ein Beispiel aus meiner Vergangenheit. Ich hatte damals ja eine Beziehung zu einer Australierin, Maria hieß die, und die hat, bevor sie mich kennengelernt hat und auch noch am Anfang unserer Datingphase, die hat ihr Geld verdient, die hat zwar noch studiert, aber hat gutes Geld verdient, nebenbei im Nebenjob und hat ganz, ganz viel Geld für Kleidung ausgegeben. Und das war jetzt grundsätzlich erstmal kein großes Problem für mich, aber ich habe gesagt, Mädel, du verschwendest dein Geld. Wie viele Kleidungsstücke willst du denn noch haben? Und mal angenommen, das wäre jetzt ein Problem gewesen und ich hätte gesagt, ey, du bist zu verschwenderisch, dann hätte sie sich das angehört und gesagt, stimmt, hast recht.
brauche gar nicht so viele Kleidungsstücke. Und faktisch ist es dann auch so passiert, sie hat ihr Konsumverhalten verändert. So, das wäre dann ein lösbares Problem. Die gleiche Thematik kann aber auch ein ewiges, also unlösbares Problem sein. Und zwar, wenn das Ding tiefer liegt. Und was meine ich jetzt? Es könnte sein, also ein Problem entsteht ja erst, wenn zwei Menschen, also das Paar, ganz unterschiedliche Einstellungen hat. Und beim Thema Geld ist es halt wenig ausgeben versus viel ausgeben, zum Beispiel. Und jetzt könnte es sein, dass bei mir in der Vergangenheit Folgendes passiert ist. Ich habe gesehen, wie meine Eltern selbstständig waren und hatten ein tolles Leben und haben Geld benutzt und verkonsumiert, weil sie es ja hatten. Und irgendwann kamen wirtschaftlich schwierige Zeiten, wir sind pleite gegangen und haben mein Elternhaus verloren. Das kann so eine tief sitzende, prägende Lebenserfahrung sein, dass sich daraus ein wirklich wichtiger, fundamentaler Wert für mich entwickelt hat. Und zwar Sparsamkeit aus Gründen der Sicherheit. Ich fühle mich sonst unsicher, weil ich als Kind schon mal miterlebt habe, wie schlimm das ist. So, das heißt bei mir, das ist fundamental verankert. Und wenn ich meine Partnerin sehe, wie sie Geld zum Fenster hinaus wirft, boah, das geht gar nicht. So, dann werde ich wütend. Kann man irgendwie verstehen, oder? Wenn sie jetzt sagen würde, ja, nee, klar, dann verändere ich das, hätten wir kein Problem. Aber was ist, wenn sie ein anderes tief sitzendes Bedürfnis oder einen fundamentalen Wert hat? Was wäre, wenn sie gelernt hat, vielleicht auch durch eine prägende Lebenserfahrung oder weil es jemand vorgelebt hat, zum Beispiel, wir waren immer sparsam, meine Familie war immer sparsam, die hat mir gesagt, wenn wir in Rente sind, dann gebe ich mein Geld aus. Dann können wir reisen, dann machen wir alles, was wir jetzt nicht machen können. Aber jetzt sind wir strikt, sind wir sparsam, keine unnötigen Ausgaben. Und was ist, wenn ich miterlebt habe, dass meine Tante, die das so gelebt hat, dann ein Jahr vor ihrer Rente an einem Herzinfarkt gestorben ist? Und sie war immer sparsam, hat sich nie was gegönnt und auf einmal war sie tot. Wenn ich das miterlebe, auch das kann mich wieder hardcore prägen. Und das kann dann wieder etwas tiefer Verwurzeltes in mir verankern. Und zwar das Bedürfnis nach im Hier und Jetzt leben, mich ausleben, Freiheit, weil ich halt gesehen habe, wie es enden kann. Und wenn wir diese beiden Einstellungen aufeinandertreffen haben, dann kann das ein ewiges Problem sein. Weil dieses tiefsitzende Bedürfnis nach Sicherheit oder dieses tiefsitzende Bedürfnis nach im Hier und Jetzt leben, das machst du nicht einfach weg. Und ich hoffe, dass das dieses Beispiel klar gemacht hat, das kann das gleiche Thema sein, aber kann ganz unterschiedlich sein, je nachdem, wie tief das verwurzelt ist, an Bedürfnissen, Werten oder Träumen. Ich gebe euch noch ein paar andere Beispiele. Ewige Probleme könnten zum Beispiel auch sein, die beiden Partner haben ein unterschiedliches Bedürfnis nach Sex, also wie oft wir Sex haben. Und das kann häufig zu Diskussionen führen, aber Fakt ist, wenn der eine mehr Bedürfnis hat und der andere weniger, das musst du navigieren lernen, weil du wirst es höchstwahrscheinlich nicht verändern. Ja? Oder ein unterschiedliches Bedürfnis nach Nähe und Distanz. Der eine hat vielleicht ein extrem großes Freiheitsbedürfnis, wie auch immer das gewachsen ist. Und der andere sucht eher Nähe, Komfort, Geborgenheit. Wird sich nicht verändern. Man kann aufeinander zugehen, aber es gibt Dinge, dort wirst du nicht auf einen Nenner kommen. Und das musst du dann akzeptieren lernen, wenn du willst, dass die Partnerschaft weiter besteht. Denn nochmal, ein ewiges Problem oder ein unlösbares Problem heißt nicht, dass eine Partnerschaft zum Scheitern verurteilt ist. Ja? Es gab in dem Buch, glaube ich, in dem Buch hier habe ich, wenn ich mich recht entsinne, ist schon ein bisschen her, hat der Autor ein Beispiel gebracht, dass ein altes Ehepaar, was schon 40 Jahre zusammen ist, sie ist sehr pünktlich und er ist eher unpünktlich und vor allem, wenn die Flüge gebucht haben, ist es unmöglich für den, egal wie viel sie meckert, egal wie viel sie sich aufregt, rechtzeitig loszufahren. Die kommen immer in Stress, die sind immer spät dran und haben immer Angst, den Flug zu verpassen. Und
Jetzt kann man sagen, ja, er kann es einfach verändern. Ja, wenn er das könnte, er ist ja nicht doof, er liebt ja seine Frau auch, dann hätte er das schon gemacht. Also offensichtlich, da sitzt irgendwas drin, keine Ahnung, was er für Erziehungserfahrung gemacht hat, er kriegt es nicht gebacken. Und jetzt könnte sie sich den ganzen Rest ihres Lebens darüber aufregen und womöglich würde die Beziehung daran scheitern. Oder sie akzeptiert manche Unstimmigkeiten als gegeben und versucht es leicht zu nehmen. Im besten Fall mit Humor. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass sie ihm meistens die Flugabflugzeit eine Stunde früher nennt, als sie eigentlich ist. Und das Witzige ist, sie erzählt sogar darüber vor ihm. Also er weiß das auch und sie machen sich ein Späßchen draus. Weil das ist manchmal das Einzige, was du tun kannst bei unlösbaren Problemen. Also bei unlösbaren Problemen, wie geht man da ran? Du musst rausfinden, was ist das dahinterliegende Bedürfnis oder der Wert oder der Traum, das was tief liegt. Und dann geht es im Schweigen, also ne, von euch beiden jeweils, von dir selber erstmal verstehen, dann von deinem Partner. Dann geht es darum, was ist denn das, was nicht debattierbar ist? Was kann ich nicht debattieren? Ja? Also ein Beispiel, unlösbares Problem ist, jemand will Kinder und der andere eher nicht. So. Und bei manchen ist es halt einfach nicht, kriegt man nicht unter einen Hut und dann brauchst du die Beziehung nicht führen. Ja? Aber bei manchen ist das so, ein Partner möchte eigentlich, stellt sich in seinem Traumleben vor, ich möchte 4 Kinder. Und dann ist der nicht debattierbare Teil ist, ich möchte auf jeden Fall Kinder. Mindestens 2 oder mindestens 1 von mir aus. Ja? Also ich möchte eine Familie haben. Das ist nicht debattierbar. Das andere ist eventuell debattierbar. Und der andere sagt, ich möchte aber nicht meine Karriere aufgeben. Oder ich möchte nicht aufs Land ziehen. Oder was auch immer dann mit Familie einhergeht. Das ist bei mir nicht debattierbar. Und maximal 1. Das wäre bei mir noch drin so. Und so kannst du von 2 ganz unterschiedlichen Polen kannst du herausfinden, was ist nicht debattierbar und was ist ein bisschen debattierbar. Dann kann man sich so ein bisschen annähern. Man wird niemals aufeinander liegen, aber man kann sich ein bisschen annähern, um das zu navigieren. Ein anderes ewiges Problem wäre, beispielhaft, wie es bei Clara und mir ist, ein Partner ist sehr, sehr ordentlich und hat auch ein großes Ordentlichkeitsbedürfnis und der andere ist eher unordentlich, wenn nicht chaotisch. Ja? Und jetzt ist es wieder möglich, dass man sich annähert. Aber gerade wenn da zwei solche Partner aufeinandertreffen, dann werden die niemals auf einem Level kommen. Also der chaotische Partner wird niemals auf das Ordnungslevel kommen wie der ordentliche Partner. Und auch da kann man jetzt wieder sagen, Moment mal, ja, dir ist Ordentlichkeit wichtig, aber was ist denn das Allerwichtigste? Dass das Bad und die Küche reinlich sind. Ob du jetzt deine Schuhe immer ordentlich hinstellst, das hätte ich gerne, aber das ist debattierbar. Aha, Küche, also es muss nicht alles immer perfekt sein, hätte ich gerne, aber was auf jeden Fall sein muss, ordentliches Bad, ordentliche Küche. Das ist nicht debattierbar, das muss sein. Und der andere Partner könnte sagen, ja, ich bin bereit, im Bad zu putzen, einmal die Woche oder was weiß ich, oder wie auch immer dann die Verhandlung aussieht. Aber was bei mir nicht debattierbar ist, dass ich sofort, nachdem ich meine Zeitung gelesen habe, die sofort wegmachen muss. Oder dass ich sofort, wenn ich Frühstück gegessen habe, sofort das abräumen muss. Weil für mich ist es nicht debattierbar. Ich brauche meine Ruhe nach dem Frühstück, will ich erstmal auf dem Balkon Kaffee trinken. Was auch immer, ist alles jetzt ausgedacht. Ja? Guck dir an. Akzeptiere, ihr werdet nicht auf einen Level kommen. Guckt euch an, was sind die nicht debattierbaren Dinge, was sind die, die im Kern extrem wichtig für mich sind. Und dann guckt, wenn wir das hinkriegen, was bin ich denn bereit für Kompromisse zu schließen? Also, die Ausgangsfrage war, ist jedes Problem lösbar? Nein, ist es nicht, denn es gibt lösbare Probleme und es gibt unlösbare Probleme. Die unlösbaren Probleme sind die, die in tief verwurzelten Werten, Bedürfnissen oder Träumen verankert sind. Wenn jetzt dein Traum ist, nehmen wir nochmal einen Traum, haben wir noch gar nicht genommen. Mein Traum ist es, in einer Villa auf Mallorca zu enden. Das ist nicht debattierbar für dich. Und dann ist aber vielleicht debattierbar, wann? Ne, du hast dir vorgestellt, das mit 40 zu machen. Ja gut, wenn wir mit 40 dahin ziehen, wenn die Kinder älter sind
Oder vielleicht sagt man dann ja, okay, wenn die Kinder erwachsen sind, zur Ausbildung oder zum Studium gehen, dann kannst du auf einmal wieder ein bisschen hin und her debattieren. Ja? Oder vielleicht merkst du, ah, es muss vielleicht gar keine Villa auf Mallorca sein. Vielleicht reicht mir ja, weil Schatzi ist so Deutschland verbunden, vielleicht reicht mir ja Sylt. Oder was weiß ich, ja. Also was davon ist in den Stein gemeißelt und was ist debattierbar? Und man wird trotzdem nicht aufeinander kommen. Das ist ja die Charakteristik von unlösbaren Problemen. Man kann sich dann nur annähern und dann muss man den Rest der Differenz akzeptieren lernen. Ja? Ich hoffe, dieses Video hat dich ein bisschen erleuchtet, ein bisschen Gedankenimpulse gegeben. Ja? Überleg mal, wie tickst du denn? Was sind denn deine nicht debattierbaren Dinge? Und von dem, was du immer so verlangst, was könnte man dann, wo könnte man sagen, na gut, davon könnte ich noch abrücken, wenn aber dieser Kern da ist. Und dann werdet ihr unter Umständen im besten Fall eure lösbaren Probleme lösen und eure unlösbaren Probleme navigieren lernen. Wenn dir das Video gefallen hat, gerne Daumen hoch, das hilft meinen Videos Sichtbarkeit zu erlangen. Wie immer, wenn du selber das Gefühl hast, du kannst dich entwickeln, irgendwas liegt in dir, wo du Entwicklungspotenzial hast. Du kommst immer wieder an Gefühle, die du nicht willst, du zeigst immer wieder Verhalten, was du nicht willst und du merkst, ich habe da Potenzial, mich zu entwickeln. Kannst du unten in der Box gucken, dort findest du einen Link zu einem kostenlosen Erstgespräch und in diesem Erstgespräch gucken wir uns an, was ist das, wovon du weg willst, wo willst du hin und dann kann ich dir genau erklären, was ist das, was passieren muss, also welchen Weg musst du gehen und dann entscheiden wir uns, gehen wir den Weg gemeinsam oder halt auch nicht. Ja, und dazu findest du einfach den Link, füllst das Formular aus, damit ich ein bisschen ein Gefühl dafür kriege, was dein Anliegen ist. Und wenn ich das Gefühl habe, ich bin der richtige Ansprechpartner, kriegst du von mir ein kostenloses Erstgespräch. Ansonsten, wie immer, vielen Dank für dein Vertrauen, vielen Dank für deine Zeit. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao.